wir machen heute den Persian Passion. Kommt vom Namen her wahrscheinlich daher, dass wir einen Drink mit großem Pfirsichanteil machen. Bannecke. Feinkost flüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelstube von Bannecke.de. Mein Name ist Michael Gelsing und heute machen wir einen Drink, den ich von einer Barkarte geklaut habe. Da habe ich mal gearbeitet, aber ich weiß wirklich nicht mal mehr genau, wo es war. Und ich weiß auch nicht mehr, welcher Kollege den erfunden hat, aber ich habe ihn gerne adaptiert, denn das ist ein ganz spannender Drink, gerade für die heißeren Tage ein schöner Aperitif auf Weißweinbasis. Und zwar nicht Sekt oder Champagner, sondern einfach auf Basis eines trockenen Weißweins. In Kombination mit Pfirsichpüree, Pfirsichlikör, etwas Maracuja und ein bisschen Zitronensaft für die Säure. Und ja, der Drink wird geshaked, heißt Persian Passion, vermutlich wegen dem hohen Pfirsichanteil. Ja, wir brauchen einen Shaker. Und die Rezeptur ist wie folgt. Etwa 2 cl Pfirsichpüree. Zwei Zentiliter Pfirsichlikör. Zum gleichen Teil Maracuja-Saft. Und dann etwa 1 bis 2 Zentiliter frisch gepresster Zitronensaft. Sowie gute 5 bis 6 Zentiliter Weißwein. Wichtig ist dabei nur, dass Sie auf jeden Fall einen trockenen Weißwein nehmen. Denn wenn Sie da jetzt noch einen lieblichen nehmen würden, das wäre einfach ein zu süßer Drink. Ansonsten gibt es da eigentlich keine großen Vorgaben. Ja, wie gesagt, der Drink wird auf viel Eis gefüllt. Und dann ohne Eis im Glas in einen Sektkelch abgeseilt. Als Garnitur würde sich natürlich Pfirsich anbieten, aber da das immer ein bisschen jahreszeitabhängig ist, haben wir heute eine Alternative und das ist eine Sternfrucht. Die sieht nämlich immer schön aus und die gibt es hier zu keiner Jahreszeit, deswegen macht es keinen Unterschied. Der Persian Passion, wie gesagt, ein toller Aperitifdrink und cheers! Thank you.